Auf Anraten des alten Genai machten sich die Kinder auf die abenteuerliche Reise zum Kontinent Server. Sie hatten von ihm erfahren, dass sich ihre Digimon durch Digi-Amulette und dazugehörige Wappen noch weiterentwickeln könnten. Warmon brachte sie zu einer Unterwasserhöhle im Ozean, in der Devimon die Amulette versteckt hatte, die jedoch von Trimogemon bewacht wurden. Im Kampf befreite Kabuterimon Trimogemon von einem schwarzen Zahnrad. Stolz und glücklich konnten die Kinder ihre Amulette an sich nehmen. Unsere Freunde hatten sich die Reise nach Server etwas kürzer vorgestellt. Tai wurde langsam ungeduldig. Jetzt sind wir schon seit 5 Tagen unterwegs. Das ist doch nicht lange. Er holte sein Teleskop hervor und sah zum Horizont. Oh, ich sehe endlich Land, das muss Server sein. Stimmt. Super, juhu! Hey, ihr Schlafmützen, aufwachen, da hinten ist das Festland, wir sind da! Mann, hör auf so rumzuschreien. Habe ich da irgendetwas von Estland gehört? Nicht Estland, sondern Festland. Hör richtig hin. Seht doch mal, da hinten ist Server. Es wurde auf Zeit. Ich hab schon nicht mehr dran geglaubt. Wir sind endlich da. Oh, was für eine Rieseninsel. Keine Insel, ein Kontinent. Ich habe noch nie so ein großes Land gesehen. Mach auf, Mimi, wir sind endlich da. Da vorne ist Server. Server lockt. Burger, mir wäre ein Eis lieber. Denkt immer nur ans Essen. Warmon schwamm an eine Klippe heran. Unsere Freunde sprangen wagemutig an Land. Nur Mimi wollte nicht von Warmon runterspringen. Es war ihr zu hoch. Brauchst du eine extra Einladung, Mimi? Seid ihr denn verrückt? Da brechen mir ja alle Knochen. Konntet ihr keine bessere Stelle finden? Ein Stück weiter nördlich gibt es eine kleine Bucht. Dort wäre es vielleicht ein bisschen ungefährlicher gewesen. Wir haben vorhin gemeinsam beschlossen, dass wir hier an Land gehen. Aber du wolltest ja unbedingt weiter schlafen. In Zukunft dürft ihr eben solch wichtige Entscheidungen nicht ohne mich treffen. Ah! Ah! Mimi stolperte und rutschte an Warmon hinunter. Das war ja nicht so elegant. Lebt wohl, passt gut auf euch auf. Es dauerte nur wenige Sekunden und Warmon war verschwunden. So, und wohin gehen wir jetzt? Warmon hat uns erzählt, wir gelangen nach ungefähr einem halben Tag Fußmarsch in einen Wald und dahinter liegt ein Koromon-Dorf. Koromon, das habe ich doch schon mal irgendwo gehört. Na klar, ich war mal ein Koromon. Ach, stimmt ja. Das sind ja sozusagen deine Verwandten. Die helfen uns bestimmt. Gut, wollen wir losmarschieren? Ja! Ja. Ganz schön öde Gegend hier. Das wird schon noch aufregender. Du musst Geduld haben. Ich meine ja nur, wir setzen seit Stunden einen Fuß vor den anderen und die Landschaft ändert sich überhaupt nicht. Ich habe mir so sehr gewünscht, dass ich endlich mal ein Bad nehmen kann, wenn wir hier ankommen. Das kannst du, wenn wir im Dorf sind. Mir reicht es. Wie viele Stunden müssen wir denn noch laufen? Na ja. Auf einmal rannte Agumon nervös hin und her. Was ist denn, Agumon? Es riecht nach Koromon. Wir müssen geradeaus weiter. Glaubst du? Tai schaute durch sein Teleskop. Ein Wald! Ist das ein Wald? Glaubst du, das ist der Wald, von dem Warmon gesprochen hat? Wahrscheinlich! Warte, Tai! Nicht so schnell! Die Kinder und ihre Digimon liefen in den Wald hinein. Nach einer Weile gelangten sie an eine Lichtung, an der ein kleines Dorf lag. Agumon, stimmt was nicht? Genau, irgendwas stimmt nicht. Was? Baden, baden, baden! Entschuldigt, wo kann ich hier baden? Ich kann mich nicht daran erinnern, dass Koromon so aussehen. Logisch nicht, das sind nämlich Pagumon. Wir sind Pagumon, Pagumon sind wir. Pagumon, Level Ausbildung, Mikro-Digimon, Attacke Seifenblasen. Die Pagumon ergriffen Mimi und trugen sie davon. Mimi, lass sie los! Ist das gar kein Koromon-Dorf? Anscheinend nicht. Los, kommt. Das gibt's doch nicht. Wo steckt sie? Wahrscheinlich da drin. Mimi! Mimi! Die Kinder liefen in eines der Häuser. Ist das da auf der Treppe nicht Mimis Hut? Oh je. Sora rannte eine Treppe hoch und die anderen folgten ihr. Ja, ich bin ganz sicher, das ist ihrer. Und das da sieht aus wie Mimis Tasche, findest du nicht, Tai?
Unverwechselbar. Das kann nur Mimis Tasche sein. Gut, dann muss sie hier sein. Tai ging auf einen geschlossenen Vorhang zu. Er wusste ja nicht, dass Mimi dahinter badete. Nein, warte, Tai, geh da nicht rein. Mimi? Ah, ist das herrlich. Ist das Mimi? Ah, was macht ihr denn hier? Habt ihr noch nie etwas von Anklopfen gehört? Verschwindet! Ja, tut mir leid, ich hab nicht gewusst. Ah. Tja, du hättest auf mich hören sollen. Die Pagumon freuten sich über den Besuch und gaben für unsere Freunde ein Fest. Ihr seid willkommen bei den Pagumon. Wir haben Gäste. Nun wissen wir es. Es ist ein Pagumon-Dorf. Sehr merkwürdig. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich Kurumon gerochen habe. Lasst es euch schmecken. Ich komme mir vor wie eine Prinzessin in einem wunderschönen Palast. Wir hatten mal eine Hündin, die Prinzessin hieß. Ah? Ich weiß nicht, ob das hier alles mit rechten Dingen zugeht. Ach, mach dir da keine Sorgen. Hau dir erst mal den Bauch voll. Wir haben Gäste. Irgendwie merkwürdig. Ich habe gehört, dass Pagumon gemein und sadistisch sind. Ist wahrscheinlich erstunken und erlogen. Ist alles frei erfunden. Was soll sein? Die sind doch alle lieb und nett. Genau, wir sind gutartige Digimon. Schmeckt dir das? Als Tikei Poyomon fütterte, digitierte es plötzlich. Es ist zu Tokumon digitiert. Vielleicht, weil du es gefüttert hast. Na, bist du jetzt glücklich? Und wie? Und als nächstes wird es zu Patamon. Zusammen schaffen wir das ganz sicher, Tike. Mhm. Einen kräftigen Applaus, bitte. Sehr gut. Bravo. Und... Bravo, 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 bravo. Spät in der Nacht, als die Kinder und ihre Digimon festschliefen, entführten die Pagumon Togumon. Sie verließen mit Togumon das Dorf und gingen in den Wald. Warum seid ihr so gemein zu mir? Ganz einfach, weil du digitiert bist. Ich hab gesagt, ihr seid gutartige Digimon. Wir haben nur so getan. Und ihr seid alle drauf reingefallen. Ihr seid ja so blöd. Was treibt ihr da? Drei Digimon tauchten auf, die wie Hasen aussahen. Gasimon, Level Rookie, Säugetier-Digimon, Typus Virus, Attacke Blitzbetäubung. Wo habt ihr dieses Tokumon her? Es ist zusammen mit den Menschen hier angekommen. Hast du Menschen gesagt? Ist das schwer? Wir bringen es an einen Ort, wo es niemand findet. Rein mit dir. Hier bleibst du erstmal schöne Weile. Und benimm dich anständig. Tokumon wurde in ein Versteck gebracht, das hinter einem Wasserfall verborgen lag. Dort sperrte man es in einen Käfig. Unser Meister muss sofort erfahren, dass diese gefährlichen Digi-Ritter eingetroffen sind. Ich lauf los und erzähle es, Meister Etimon. Bleibt hier und passt auf! Geht klar! Und ihr sorgt dafür, dass keins der Kinder entwischt. Habt ihr verstanden? Ja! Meister Etimon, wo seid ihr, Meister? Meister Etimon, Meister Etimon! Ich muss euch sprechen, Meister Etimon! Das Gasimon hatte den Ort erreicht, wo Meister Etimon zu finden war. Ein großer Wagen fuhr auf Gasimon zu. Meister Etimon! Ich muss euch sprechen! Der Wagen öffnete sich und ein Digimon, das große Ähnlichkeit mit einem Affen hatte, starrte auf das Gasimon herab. Ihr habt das Vergnügen, das stärkste Digimon der Digi-Welt zu erleben, nämlich mich, Etimon. Etimon, Level Ultra, Puppen-Digimon, Typus Virus, Attacke, dunkles Netzwerk und Serenadenschocker. Ich grüße euch, Etimon, König der Digimon. Wie kann man nur so ätzend laut reden? Du verletzt mein Feingefühl. Entschuldigung, ihr redet aber auch nicht gerade leise. Das steht mir als König der Digimon auch zu. Meinen Berechnungen zufolge müssten diese menschlichen Wesen bald in unserer Gegend eintreffen. Ich werde ihnen auflauern und sie alle in meine Gewalt bringen. Ich muss sagen, dieser Plan ist einfach genial. Nicht so laut, sonst hören uns die Digi-Ritter womöglich noch. Es gibt da nur einen kleinen Haken. Was? Die Digi-Ritter sind schon gestern an einer anderen Stelle an Land gegangen. Seitdem sind sie im Pagumon-Dorf. Wie konnte das passieren? Ich hatte genau geplant, wo die Kinder an Land gehen sollen. Nun, da hat wohl jemand versäumt, es euch zu sagen. Pfui! Etimon sah auf seinen Kontrollmonitor. Was? Stimmt
du hast recht, diese verfluchten Göhren haben doch tatsächlich meine Pläne durchkreuzt. Was bereut ihr, Digi-Ritter? Dann gab er Daten in den Computer ein. Dehne dich aus, dunkles Netzwerk! Das dunkle Netzwerk verteilte sich über das gesamte Land. Vorwärts! Ich komme mit! Der große Wagen setzte sich in Bewegung. Das wird bestimmt der größte Erfolg eurer Karriere. Es ist nicht leicht, ein Megastar zu sein, aber es lohnt sich! Ja! Tokumon, antworte doch! Tokumon, wo bist du? Wo mag es bloß stecken? Tokumon, antworte, wo bist du? Wir haben schon überall gesucht, nichts zu machen. Fehlanzeige. Mimi schüttelte den Kopf und versuchte, was Kluges zu sagen. Und ich dachte, ich könnte mich endlich mal ausruhen, welch ein Problemkind dieses Tokumon. Wer war denn bisher das größte Problemkind in unserer Gruppe, hä? Ich weiß nicht, Joe vielleicht? Was? Von wegen du, Mimi? Ich? Es ist weg! Wir haben Tokumon nicht gefunden! Am Wasserfall war es auch nicht. Also auch streichen. TK war sehr traurig. Tokumon! Agumon suchte im Wald nach Tokumon. Wo steckst du, Tokumon? Ist doch merkwürdig. Es riecht überall nach Kurumon. Ganz eindeutig. Es kam an den Wasserfall. Hier müssen irgendwo Kurumon sein. Agumon hatte einen hervorragenden Geruchssinn und entdeckte das Versteck. Hilf mir, Agumon! Tokumon! Hinter Tokumons Käfig standen noch weitere, vollgestopft mit Kurumon. Warum hat man euch alle eingesperrt? Wer hat euch denn das angetan? Tokumon weiß es schon. Es ist eigentlich unser Dorf. Vor 3 Tagen kam eine Horde Pagumon, hat uns verschleppt und hier eingesperrt. Dann war mein erstes Gefühl ja doch richtig. Die Pagumon sind bösartige Digimon. Befrei mich, dann kann ich die anderen warnen. Du hast recht. Erst befreie ich dich und dann die Kurumon. Oh nein, das werden wir verhindern. Auch das noch, 2 Gazimon. Wir werden dich und deine Menschenfreunde so lange festhalten, bis Meister Etemon euch holt. Euer Etemon kann warten, bis er schwarz wird. Dich werden wir uns als erstes vorknöpfen. Die beiden Gazimon stürzten sich auf Agumon. Tokumon ist doch noch so klein. Es kann eigentlich nicht so weit gelaufen sein. So langsam mache ich mir Sorgen. Agumon müsste doch schon längst wieder hier sein. Agumon konnte sich kaum zur Wehr setzen. Blitzbetäubung! Und die Blitze trafen Agumon. 2 gegen 1, das ist echt gemein! Ja, gemein! Tai, hilf mir, ich muss digitieren! Du kannst ruhig rumbrüllen, da draußen hört dich niemand! Mist, der Wasserfall macht viel zu viel Krach. Wasser, das ist es! Kleine Flamme! Kleine Flamme! Kleine Flamme! Was soll denn das werden, wenn's fertig ist? Kleine Flamme! Immer wieder schoss Agumon seine Flammen in den Wasserfall. Dadurch verdampfte etwas Wasser und Rauch stieg in den Himmel. Hast du irgendwas entdeckt? Ja, da hinten steigt Rauch auf. Wo kommt der her? Vielleicht ein Signal von Tokumon. Das kann überhaupt nicht sein. Wir haben da hinten alles abgesucht. Wir haben überall gesucht. Wer weiß, vielleicht konnte sich Tokumon verstecken, während ihr dort alles abgesucht habt. Ich werde mal nachsehen. Nein, bleib hier! Warum seid ihr denn dagegen? Er will doch nur sicher gehen. Na ja, deshalb, weil... Was hockt denn da auf meinem Schoß? Ein Botamon. Komisch, wie kommt das denn hierher? Ist sehr merkwürdig. Botamon ist die Vorstufe zu Kurumon. Es kann aber in einem Pagumon-Dorf nicht überleben. Das heißt ja mit anderen Worten... Wir haben euch vereinbart und aufs Kreuz gelegt. Das ist nicht unser Dorf. Drum gehen wir hier fort und machen uns auf. Die hauen einfach ab. Die haben uns echt ganz schön gelenkt. Langsam verließen Agumon die Kräfte. Lass ihn in Ruhe. Und jetzt mach dich bereit für den Todesschlag. Wo bleibst du nur, Tai? Agumon! Endlich, Tai! Ich komme, Agumon! Verdammt! Hier bin ich. Es kann losgehen. Ja, Tai. Das ist eins dieser unerwünschten Kinder. Sei für die Digitation bereit. Ich bin bereit. Jetzt, wo Tai bei ihm war, konnte Agumon digitieren. Digitier zu! Greymon!
werdet ihr für eure Gemeinheiten bezahlen. Megafeuer! Durch die Druckwelle wurden die Gasimon in den Fluss geschleudert. Ja, super gemacht! Tokumon, ich bin so froh, dich wiederzuhaben! Tut mir leid, dass du dir Sorgen gemacht hast. Ihr könnt wieder in euer Dorf zurück. Die Pagumon sind alle abgehauen. Vielen Dank! Ist mein Publikum versammelt? Was ist denn das für ein Scherzkeks? Jetzt bekommt er es mit mir zu tun, ihr Legiritter! Es ist Etemon! Ihr habt meine Intelligenz mit Füßen getreten und mich sehr, sehr zornig gemacht. Deshalb werde ich euch und das ganze Dorf auslöschen. Warum denn das Dorf? Das kannst du doch nicht einfach machen. Oder dunkles Netzwerk. Das dunkle Netzwerk legte sich um das Dorf und ein Haus nach dem anderen fing Feuer. Oh, wir brauchen eure Hilfe! Digitation! Gabumon digitiert zu Garurumon! Das habt ihr euch so gedacht? Hört euch meine Sprengakkorde an! Yeah. Das Netzwerk leitete die Energie der Sprengakkorde weiter und entzog unseren Freunden ihre Kraft. Garurumon und Greymon verwandelten sich wieder zurück. Das verstehe ich nicht. Was ist denn mit euch? Ich habe keine Kraft mehr. Dieses Netzwerk raubt uns die Energie und den Kampfgeist. Es muss doch eine Möglichkeit geben, ihn zu besiegen. Das können wir nur, wenn wir auf ein höheres Level digitieren. Du meinst höher als Garurumon? Dann stimmt es also doch, was uns Genai über die Amulette und Wappen erzählt hat, oder? Wir haben jetzt aber keine Zeit, nach den Wappen zu suchen. Der Zugang zur Höhle stürzte ein. Den Kindern blieb keine andere Wahl. Sie mussten tiefer in die Höhle hineinlaufen. Ich hab Angst. Keine Sorge, wir kommen hier raus. Oh nein! Wo sind wir? Man hat uns gesagt, wir sollen hierher kommen, wenn unserem Dorf etwas passiert. Dieses Zeichen. Auf einmal leuchtete das Amulett, das Tai um den Hals trug. Was ist das? In der Wand, vor der sie standen, war ein Wappen eingestanzt. Plötzlich schrumpfte die Wand und wurde sogar kleiner als Tais Amulett. Oh, ich glaube, es ist mein Wappen. Wie kommst du darauf? Dann fügte sich das Stück Wand in Tais Amulett ein. Siehst du, ich hatte recht, es ist mein Wappen. Ist ja irre. Seht doch! Wahnsinn! Was ist denn jetzt passiert? Die Wand ist weg. Wo sind wir hier? Die Berge sind sehr weit weg von unserem Dorf. Das Wappen hat uns hierher gebracht. Glaubt ihr, dass wir hier sicher sind? Ja, es sieht ganz so aus. Das wäre schön. Ist das toll. Ich habe mein Wappen als erster gefunden. Ich bin mir sicher, dass uns Etemon jetzt nichts mehr anhaben kann. Über einen Sender konnte eines der Gasimon die Gruppe orten. Meister Etemon, was die Kinder anbelangt, Was die Kinder anbelangt? Die dürften in lauter kleine Stücke zerfetzt sein. Nein, sie sind plötzlich ganz weit weg. Ich habe mich wohl verhört, hä? Merkwürdig. Wie sind die nur so schnell von A nach B gekommen? Das ist normalerweise nicht möglich. Sie auszuschalten wird mir Standing Ovations einbringen. Unsere Freunde hatten den Ozean überquert und waren in Server an Land gegangen. Doch dort wurden sie vom bösartigen Etemon, das sich selbst als König aller Digimon bezeichnete, erwartet. Gegen Etemon hatten sie keine Chance, denn ihre Digimon hatten noch nicht die Kraft, um auf ein neues Level zu digitieren. Aber dann erhielt Tai in der Höhle hinter dem Wasserfall als erstes der Kinder sein Wappen. Oh, wie weit müssen wir denn noch latschen? Bis wir etwas gefunden haben, wo wir vor Etemon sicher sind. Gibt es so einen Ort überhaupt? Das will ich doch schwer hoffen. Wenn wir hier angegriffen werden sollten, könnten wir uns nirgends verstecken. Die Stimmung ist nicht gut. Alle sind verängstigt und mutlos. Was ist denn bloß mit euch los? Warum seid ihr so bedrückt? Wir haben auf alle Fälle das erste Wappen. Ist das nichts? Wir wissen aber immer noch nicht, ob Agumon damit wirklich digitieren kann. Aber klar doch. Oder, Agumon? Was heißt, nun reiß dich aber mal gefälligst ein bisschen zusammen. Du bist im Augenblick das einzige Digimon weit und breit, das digitieren und uns gegen Etemon beschützen kann. Du musst ein Vorbild für die anderen sein. Ich verlasse mich auf dich. Leider wissen wir gar nicht, womit wir die nächste Digitation auslösen können. Ein paar Dinge sind uns schon bekannt. Wir wissen zum Beispiel, dass unheimlich viel Energie nötig ist, damit sie auf das nächste Level digitieren können. Zweitens, den
wissen, dass es nicht klappen kann, wenn sie zu wenig gegessen haben. Und drittens, ihre Partner müssen in Gefahr sein. Na wunderbar, dann müsste es ja hinhauen. Etemon wird schon dafür sorgen, dass ich irgendwann in Gefahr bin. Und wir sorgen dafür, dass Agumon eine volle Wampe hat. Etemon hatte mit seinem Gefährt schon die Verfolgung aufgenommen. Ihr sollt mich kennenlernen. Ihr Klugscheißer werdet euch noch wünschen, mir nie über den Weg gelaufen zu sein. Hört ihr mich? Ich krieg kein bisschen mehr runter. Und ob, hier, weiter essen. Hör mit der Jammerei auf. Jetzt hör mir mal gut zu. Die anderen erwarten, dass du eine super mega Digitation hinlegst. Sie haben dir freiwillig ihr kostbares Essen überlassen. Stimmt doch, hä? Na. Von freiwillig kann ja nun wirklich nicht die Rede sein. Du hast uns gezwungen. Wir anderen müssen eben Opfer bringen, weil wir leider noch nicht so weit sind. Nur wer hart arbeitet, hat auch Essen verdient. Sehr schön. Ich hab nicht verstanden, was ihr gesagt habt. Seid ihr meiner Meinung? Natürlich. Klar, Tai. Hast du gehört, Agumon? Du musst weiter essen, damit du uns alle beschützen kannst. Wir sind hier wohl im Augenblick überflüssig. Agumon, platz gleich. Ich hab richtig Mitleid. Tai setzt das arme Agumon total unter Druck und stopft es wie einen Truthahn. Und immer schön weiter futtern. Tai hat sich irgendwie ganz schön verändert, finde ich. Er war früher viel lockerer und viel netter zu uns. Man könnte denken, Tai will alles selber in die Hand nehmen. Aber das täuscht. In Wirklichkeit dachte er bei seinen Aktionen immer zuerst an die anderen. Er hat sich sehr verändert. Nun mach schon, nur wir zwei können es schaffen. Du musst weiter essen, damit du genügend Kraft hast. Ich krieg nicht mehr runter. Er ist ganz besessen. Es hat bestimmt was mit dem Wappen zu tun. Seit er es hat, ist er wie ausgewechselt. Ich sterbe gleich vor Hunger. Was ist das? Hey, mein Amulett leuchtet. Es reagiert auf irgendwas. Das bedeutet bestimmt, dass ein Wappen in der Nähe ist. Was? Ich seh mal nach. Ja, da hinten ist was. Es sieht aus wie ein alter Tempel oder so. Da finde ich mit Sicherheit mein Wappen. Als Joey losrannte, stolperte er über ein Netzwerkkabel. Was hat denn ein Kabel mitten in der Wüste zu suchen? Halt! Was ist denn, Meister Etemon? Irgendwas hat sich in meinem Netzwerk verfangen. Mal checken, wo der Eindringling den Alarm ausgelöst hat. Sektor L7, wo ist das noch gleich? Ah ja! Wo? Hey, beim Kolosseum, da wo ich jedes Jahr mein Superkonzert gebe. So weit sind die schon gekommen? Was können die ausgerechnet da wollen? Vielleicht wollen sie sich schon mal gute Plätze sichern. Sollen sie? Ich belohne sie mit einer mega super Vorstellung. Etemon hatte überall seine Leute verteilt. Auch im Sektor L7. Ja, hallo, hier Aufseher von Sektor L7. Der Chef spricht. Ja? Meine Gäste treffen bald bei dir ein. Bereite dich darauf vor, sie willkommen zu heißen. Wird gemacht. Meint ihr mit willkommen heißen? Genau das. Geht klar, Meister. Etemons Aufseher vom Sektor L7 rannte zum Kolosseum rüber und bereitete irgendetwas vor. Es dauerte nicht mehr lange und auch unsere Freunde erreichten das Kolosseum, das mitten in einer Wüste lag. Die Kinder waren fasziniert von diesem eindrucksvollen Bauwerk. Wow, es sieht aus wie das Kolosseum in Rom. Was ist Kolosseum? Eine Arena, sowas wie ein Stadion. Seht mal, ein Riesenbildschirm. Hier ist ein Fußballplatz. Und tatsächlich, in der Mitte des Kolosseums befand sich ein Fußballplatz. Tai hatte schon einen Plan gefasst. Ich schlage vor, wir bilden Gruppen und suchen das Wappen. Was ist mit dir? Ich kann mich nicht mehr bewegen. Lass mich eine Weile ausruhen. Willst du wohl aufstehen, du Faulpelz? Gönn ihm ein bisschen Ruhe. Wir haben nur das Amulett als Wegweiser. Gomamon und ich suchen alleine weiter. Ruht ihr euch lieber aus. Ich komm mit. Ist ja irre. Ein Fußball. Habt ihr Lust, eine Runde zu spielen? Oh ja, das wäre toll. Und ich würde vorschlagen, das Digimon-Team gegen das Menschenteam. Was ist Fußball? Man versucht, den Ball mit dem Fuß ins gegnerische Tor zu schießen. Außerdem kann man auch Brust und Kopf zu Hilfe nehmen. Los geht's. Aufgepasst! Die Hände darfst du nicht nehmen. Das ist gemein. Was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß schon, wenn man Torwart ist, darf man die Hände benutzen. Okay, Palmon ist Torwart im Digimon-Team. Dann los! Ich fass es nicht. Wie könnt ihr verdammt nochmal in so einer Situation ans Fußballspielen denken? Benutzt doch mal euren Verstand. Je schneller wir Joeys Wappen finden, desto schneller können wir hier abhauen. Und? Reagiert es? Ja, das Wappen muss ganz in der Nähe sein. Nanu? Ja!
was bin ich doch für ein cleveres Kerlchen! Auf dem großen Stadionbildschirm erschien Etemon. Die Kinder rannten in eines der Tore, nur Agumon kam nicht so schnell hinterher. Das Tor kippte um und schloss die Kinder ein. Verdammt, das war eine Falle! Ja. Etemon bildet sich wohl ein, es hätte uns gefallen. Vorsicht! Ja. Wie kann man nur so dumm sein? Versuch das nicht nochmal! Du könntest dich verletzen! Durch das Netz fließt nämlich elektrischer Strom! Ich hätte mich gerne persönlich um euch gekümmert, aber ich bin noch zu weit weg und als gefragter Megastar ist man super busy. Aber damit es euch nicht langweilig wird, habe ich eine super Idee. Ich biete euch ein anderes Programm an. Ihr dürft einmal raten, wen ich mir als Überraschungsgast ausgedacht habe. Wir haben aber keine Lust zu raten. Euch werden die Augen übergehen. Yeah, yeah, yeah! Da kommt ja ein Greymon. Seht ihr, ich hab genau gewusst, dass ihr damit nie gerechnet hättet. Ich wünsche euch viel Vergnügen. Jetzt Showtime. Los geht's! Das Digimon, das wie Greymon aussah, stapfte auf die Kinder zu. Agumon, halt dich bereit! Und Agumon digitierte. Agumon, digitiere zu! Der Kampf begann. Aber die beiden sahen nicht nur gleich aus, sie waren auch gleich stark. Los, zeig's ihm, Greymon! Mach das mächtige Greymon fertig! Das echte Greymon wurde vom Falschen gegen das Tor gestoßen und bekam einen kräftigen Stromschlag. Greymon sackte zu Boden. Du musst auf ein höheres Level digitieren! Das sieht aber gar nicht gut aus! Wenn es jetzt nicht digitiert, sind wir geliefert. Das falsche Greymon hatte eine unglaubliche Kraft. Und obwohl Greymon als Agumon viel gegessen hatte, konnte es an diese Kraft nicht heranreichen. Tai wusste, dass Greymon so schnell wie möglich digitieren musste. Immer wieder und wieder musste Greymon Schläge einstecken. Greymon, du musst unbedingt das nächste Level erreichen. Ich glaube nicht, dass das irgendwas bringt, Tai. Dein Amulett zeigt überhaupt keine Reaktion. Greymon kann nicht digitieren. Und ob es das kann? Greymon, du schaffst es. Du musst nur an dich glauben, dann schaffst du es auch. Ich glaube an dich. Greymon stieß das falsche Greymon zur Seite. Super, Greymon, siehst du? Und jetzt Megafeuer. Da kam ja nur ein dicker Rülpser raus. Was ist denn mit Greymon los? Habt ihr auch das Gefühl, dass es sich langsamer als vorher bewegt? Ich nehme an, es ist zu schwer, weil es so vollgefressen ist. Genau. Das falsche Greymon packte Greymon an den Schwanz. Nun werde ich doch Greymon! Und wirbelte es durch das ganze Kolosseum. Wir scheinen schneller zum Finale zu kommen, als ich dachte. Um fliehen zu können, kam Tai auf die Idee, einen Tunnel zu graben. Aber zuerst mussten die Kinder eine der Bodenplatten entfernen. Da ist auch so ein schwarzes Kabel. Ach, das schafft ihr nie. Das Amulett reagiert. Glaubt ihr, dass diese Platte mein Wappen sein könnte? Der Kampf zwischen den beiden Greymon ging weiter. Das richtige Greymon wurde schwächer und konnte sich kaum noch wehren. Mal sehen, was passiert, wenn ich das Amulett drauflege. Das Amulett leuchtete. Die Steinplatte schrumpfte zusammen und fügte sich in Joeys Amulett ein. Nun hatte auch Joey sein Wappen gefunden. Plötzlich gab der Boden nach und die Kinder stürzten in einen dunklen Schacht hinab. Ich hab mein Wappen, ist ja genial! Hier ist ein Tunnel, das ist die Rettung! Über einen Monitor beobachtete Etemon das Geschehen. Oh, diese verdammten Digi-Ritter! Sie haben es nicht nur geschafft zu fliehen, jetzt haben sie auch noch das Wappen. Mir reicht's endgültig! Tai war verzweifelt. Er wollte Greymon helfen, aber wusste nicht wie. Greymon, wenn ich nur wüsste, wie du das nächste Level erreichen kannst, du würdest gewinnen. Wo willst du hin? Lass mich los, versuch nicht, mich aufzuhalten. Greymon muss unbedingt digitieren und ich habe auch schon einen Plan, wie. Aber Tai, dein Amulett reagiert doch überhaupt nicht. Wie soll Greymon dann digitieren? Das klappt schon, es gibt noch einen Weg. Ich muss es versuchen.
Ist der verrückt? Was hat er vor? Die zweite Bedingung für eine Digitation ist, dass der Partner sich in Gefahr befindet. Tai ist lebensmüde. Es wird Zeit für den Todesstoß. Setz dein Megafeuer ein! Aufhören! Ich hab keine Angst vor dir. Komm doch her. Ich werde jetzt gegen dich antreten. Sieh mal einer an. Der Kleine will den Helden spielen. Bitte sehr, wie du willst. Dann glaubst du eben als Erster dran. Oh, oh. Biomon, du musst Tai helfen. Ja. Mach dich bereit, Gabumon. Geht klar. Biomon und Gabumon digitierten. Raimon, ich brauch dich! Du musst jetzt digitieren! Ich glaub an dich, hörst du, Raimon? Dann geschah etwas Unglaubliches. Tais Amulett fing an zu leuchten. Das Licht des Amuletts traf mit dem Licht seines Digiweiß zusammen. Die Strahlen bündelten sich und fuhren in Greymons Körper. Greymon verwandelte sich in ein anderes Wesen. Dieses Digimon hatte kein Fleisch mehr am Körper. Es bestand nur noch aus Knochen. Oh nein! Ist ja widerlich! Was wird hier gespielt? Wie grässlich! Das ist Skull Greymon! Skull Greymon? Skull Greymon. Level Ultra. Skelett Digimon. Typus Virus. Attacke Atomschuss. Wie furchtbar, das muss ein Versehen sein. Greymon hat sich in eine grässliche Kreatur verwandelt. Das kann doch nicht möglich sein. So sieht Greymons nächstes Level aus. Skull Greymon packte Greymon und schleuderte ihn gegen den großen Bildschirm. Dann schoss es eine Rakete hinterher, die den Bildschirm und das halbe Kolosseum zerstörte. Was hast du? Du bist doch Greymon, du bist doch digitiert, oder? Du bist doch mein Digimon, sag schon! Skull Greymon stapfte auf Tai zu. Lauf weg, Tai! Garurumon und Birdramon griffen Skull Greymon an. So schnell Tai konnte, lief er zu seinen Freunden. Ich versuche euch zu helfen! Danke, Tentomon! Und Tentomon digitierte. Tentomon digitiert zu Kabuterimon! Das wird hart! Nun standen sich Skull Greymon und die anderen gegenüber. Oh, das darf doch nicht wahr sein. Die haben mir mein Netzwerk kaputt gemacht. Mein Netzwerk ist hin. Skull Greymon hob das Fußballtor hoch und warf es auf die Kinder zu. Gerade noch rechtzeitig konnten sie zur Seite springen. Dann flog Birdramon in Position und wagte den ersten Angriff. Meteorenfliegen! Gewaltiges Feuer! Sturmschlag! Aber das alles konnte Skull Greymon nichts anhaben. Es holte einmal mit dem Skelettschwanz aus und setzte die anderen außer Gefecht. Dann stürmte es aus dem Kolosseum in die Wüste. Doch nach ein paar hundert Metern blieb es stehen. Die Energie von Skull Greymon schien nachzulassen. Es konnte sich nicht mehr bewegen. Und dann verwandelte es sich. Wahrscheinlich keine Energie mehr. Es gab kein Skull Greymon mehr, sondern nur noch ein kleines, harmloses Digimon. Es ist wieder zu Koromon zurückdigitiert. Ist dir auch nichts passiert? Nein, mir geht's gut. Ich schäme mich so. Ich habe euch allen wehgetan.
Ich weiß nicht warum, ich konnte mich nicht dagegen wehren. Es war nicht deine Schuld. Finde ich auch. Du brauchst dir keine Vorwürfe zu machen. Ich habe deine Erwartungen enttäuscht, Tai. Das tut mir furchtbar leid. Moment mal, ja. Wenn sich jemand was vorzuwerfen hat, dann nicht du. Ja, ich weiß, ich bin an dem Schlamassel schuld. Das habe ich damit aber nicht gemeint. Hast du doch. Und das stimmt. Habe ich recht, Sora? Ja. Ich weiß auch nicht, was in mich gefahren ist, seit ich das Wappen habe. Ich bin mir vorgekommen wie ein Einzelkämpfer. Wie einer, der alles im Griff hat. Es tut mir leid. Ich muss mich bei euch allen entschuldigen. Ich habe einfach totalen Mist gebaut. Kannst du mir verzeihen, bitte? Koromon lächelte Tai an. Die Digitation auf das nächste Level war zwar möglich, aber der Weg dorthin schien der falsche gewesen zu sein. Ob sie jemals die nötigen Voraussetzungen für die Digitation herausfinden werden?